Hallo und willkommen, meine Freunde, zurück zum Tourist Bus Simulator. Ich würde gerne meinen Bus in die Werkstatt schicken. Und zwar würde ich da einen Termin für machen. Wir brauchen Ölwechsel, wir brauchen Reifenwechsel. Mal gucken. Warum kann ich das nicht machen? Ach, weil mein Typ nicht da ist, ne? Pass mal auf, dann springen wir einen Tag vor. Okay, bis zum 14. So, jetzt sollte mein Mechaniker doch eigentlich da sein, oder? Reparaturen. Externe Reparatur. Ölwechsel. Okay. Der Werkstatttermin ist am 16.06. Ich hoffe jetzt nicht, dass so viel Zeit ins Land geht, ne? Die drei werden wir auf jeden Fall machen. Sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Wenn ich es jetzt verstanden habe, soweit. So, jetzt schauen wir mal. Kalender, hier ist mein Werkstatttermin. 8 Uhr, springen wir mal bis dahin. Und ich hoffe, dass ich jetzt meinen Bus in die Werkstatt bringen kann. Aber ist das hier nicht unsere Werkstatt? Komisch. Warte mal. Ja, wieso soll ich jetzt schon wieder da oben hoch? Ne, das kann ja nicht sein. Warte, das. Ach so, ist schon in der. Hä? Wartet mal. Ist der jetzt repariert oder nicht, mein Bus? Nee. Immer noch nicht. Wie geht denn das Reparieren? Und wofür habe ich den Mechaniker eingestellt? Kalender. Mitarbeiter. Wo ist er denn? Sollte ich vielleicht auf den nächsten Tag springen? So, ist mein Bus jetzt repariert worden? Ne, wieder nicht. Seht ihr das? Wieso verstehe ich das nicht mit dem? Geh mal hier rein. Am 21, bitte erscheine mit deinem Bus nicht später als 17:30 Uhr. Okay, wahrscheinlich waren wir nicht bei dem Termin, ne? So, dann springe ich jetzt vor bis zum Bustermin. So, aber wo muss ich den jetzt reparieren lassen? Das ist die Frage, ne? Muss ich da jetzt wieder hochjückeln? Nee, ne? Nee, das ist doch die Route, wo wir herkamen.
Die machen wir mal weg. So, wo ist denn jetzt hier eine Werkstatt? Kann das sein hier unten? Unterkunft? Supermarkt? Waschanlage? Da ist eine Werkstatt. Dann fahren wir da jetzt hin. So, da haben wir sie gefunden. Eigentlich hatte ich gedacht, jetzt wäre hier meine Werkstatt, aber okay. Wie dem auch sei, ne? Ja, aller Anfang ist schwer. Wir werden es schon rausfinden. Ich bin guter Dinge, dass wir das finden. Dann bringen wir den schnell zur Werkstatt. Weil ich hätte den schon gerne repariert hier, ne? Bevor der jetzt hier in den Kundenverkehr geht. Haben wir 7 Minuten für den Bums gesucht, ne? Aber das ist natürlich blöd, wenn ihr jetzt alle wartet. Beziehungsweise gar nicht blöd. Aber haben wir jetzt ein Mechaniker eingestellt, der an einer freien, das verstehe ich nämlich nicht, ne, der an einer freien Dings arbeitet. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen. Und ich würde mir gerne mal die Spiegel höher stellen eben. Ich sehe gerade, das ist da oben ausgegraut. Grafik, Spiel, also die Grafik ist an für sich, ich könnte, mein Rechner kann natürlich mehr, aber so annehmen. So, jetzt sollten eigentlich alle spiegelfrei sein. Da oben der und der in der Mitte, genau so. So, er wartet jetzt. Sehr lobenswert von dir. Ja, mit dem kann ich natürlich jetzt nicht hier links runter, ne? Das geht nicht. Boah, ich bin mal froh, wenn wir gleich anfangen, Geld zu verdienen, ne? Wollte schon sagen, bleibst du da? Na, hier rum. Hallo Blitzer, ich weiß, dass du da bist. Der kachelt auch voll hier in den Dings rein. Boah, die Sonne hier in dem Spiel ist echt ein Problem, ne?
Muss ich jetzt hier rechts schon? Ne, die nächste, ne? Ist ein Supermarkt. Geht's jetzt hier rein, ne? Was haben wir uns hier nur angetan? Mit diesen Reisen hier. Mit Trommelreisen. Da kommt jetzt kein Auto, nein. Sehr gut. Da oben ist die Werkstatt. Okay. Muss ich denn hier rein? Ich glaube schon, ne? So, die Frage ist jetzt, wo muss ich hier hin? Wo muss ich hier hin? Ich schätze mal vor so ein Rolltor, oder? So, 1300. Ja. Soll er. Hallo Spiel. Fertig ist er. So, dann gucken wir mal, ob er jetzt repariert ist. Okay. Der ist soweit im Grünen. Was wir jetzt aber. Wir fahren mal erstmal eben aus der Werkstatt raus. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist eine Versicherung, ne? Da werden wir mal eben hier stehen. Dann gucken wir mal, ob wir hier eine Versicherung abschließen können. Worunter waren jetzt die Versicherungen? Hier? Nee. Verträge. WLAN-Service. Wieso habe ich hier keine Verträge? Kann ich das nicht von unterwegs machen? Angebote. Doch, da haben wir. Ich würde sagen, wir nehmen volles WLAN. Wie viel Megabyte nehmen wir denn da? Ein Terabyte direkt, ne? Oh, guck mal, was das kostet. Okay, vergessen wir das Ganze. Hoffentlich kriege ich die Kohle rein, ne? Moment, wenn ich 50 nehme und eine Tour mache. Ja, nehmen wir mal die 50 Gigabyte. Haben wir die mal? Die hätten wir schon mal. So, denn hier eine Fahrzeugversicherung brauchen wir. Angebote. Ja, ich würde die hier nehmen wollen. Habe ich die jetzt oder muss ich den? Unterzeichnen, ne? Wenn ich jetzt hier wieder draufklicke, dann kündige ich doch den Quatsch, oder?
Egal, so den hätten wir jetzt schon mal repariert. Jetzt hätte ich gerne einen Termin für meinen anderen Bus. Und dann können wir uns nämlich Aufträge suchen. Und zwar du Bus Werkstatt. Nein. Blinker, Scheibenwischer, all das müssen wir kaufen noch. Wie war denn das jetzt nochmal? In der App Werkstatt, so. Der 106er. Externe Reparaturen. Fahrzeug nicht im Depot. Das Fahrzeug ist zurzeit nicht im Depot. Super. Ja, gut. Dann werden wir da uns später drum kümmern. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.